Reincarnated in a World Ruled by Demons. Folge 2: Das Erwachen und neue Freunde. Wo bin ich? Es ist so dunkel hier. Bin ich etwa tot? Mein Kopf. Was sind das für seltsame Erinnerungen? Nach kurzem Umhertasten fand er eine Wand und lehnte sich dagegen. Außer den Schmerzen fühlte er nichts, weder Hunger noch Durst. Was Rimuru jetzt wohl tun würde? Aramoto zuckte zusammen, als in seinem Kopf eine weitere Stimme Halt gefunden hatte. Dumpf, als wäre der Sprechende auf der anderen Seite eines Sendesteins, der in einen Brunnen gefallen war. Wer ist da? Ich kann auch nicht völlig verrückt geworden sein. Was zum... Könnte das etwa... Eine Ahnung breitete sich in seinem Geist aus. Die Stimme verschwand, doch er wusste, wer dies war. Die Erinnerungen der beiden Männer verbanden sich langsam, aber stetig miteinander. Doch Takeshi, die Person, hatte sich in Aramotos Kopf materialisiert. Takeshi? Bin ich jetzt etwa sowas wie Raphael? Mal schauen, Aramoto. Was kannst du denn so? Das ist... zu viel. Da ist der Ausgang. Eine Veränderung hatte begonnen, welche die Grundfesten der Zukunft von Eukarius nachhaltig beeinflussen würde. Oh, es ist schon Nacht. Was ist das? Draußen flimmert es. Ein Feuer? In einer windgeschützten Ecke saß ein alter Mann vor einer Feuerstelle, über der er Skorpione röstete. Er hatte eine unnatürliche Ausstrahlung. Seine Kleidung wirkte alt und zerschlissen, als hätte er sie seit Jahrzehnten nicht gewechselt. Der Dreck von Jahren hatte sich in dicken Krusten auf ihm abgesetzt und nur wenig menschliche Züge verblieben dem Mann, der trotz seines Auftretens freundlich lächelte. Ein kalter Schauer lief Aramoto den Rücken herunter, der seine Füße auf der Stelle verharren ließ. Sieh an, die Mutter hat ihre Puppe verlassen? Setz dich zu mir, Aramoto. Komm, setz dich zu mir, Aramoto. Ich grüße dich.
Hast du mich in die Höhle geschleppt? Wenn ja, dann danke ich dir, denke ich. Der alte Mann lachte, während er die aufgespießten Skorpione am Feuer wendete. Natürlich habe ich das, mein Junge. Ich lasse dich doch nicht einfach so in der Sonne garen, wie diese kleinen Delikatessen hier. Die sind übrigens gleich so weit, um verspeist zu werden. Komm her. Durch das Licht des Feuers erblickte er zahlreiche Narben, was Aramotos ersten Verdacht bestärkte. Er betrachtete die Kluft des alten Mannes genauer. Er hatte diese in einer Ausstellung im Museum gesehen, die er einst mit Lilia besuchte. Er schüttelte den Kopf, um diese Gedanken an seine Tochter wieder loszuwerden. Er mochte nicht über sie nachdenken. Noch nicht. Hier, nimm. Etwas Wasser wird dir guttun. Und einen von diesen Spießen kannst du auch haben. Danke. Bist du eigentlich? Das spielt keine Rolle. Nenn mich einfach alter Mann. Meinen Namen kannst du vermutlich ohnehin nicht aussprechen, ohne dass es wie eine Beleidigung klingt. Irgendwas sagt mir, das stimmt nicht so ganz. Ich bohre aber nicht weiter. Dieser Skorpion sieht nicht wirklich einladend aus. Aramoto schüttelte sich sichtbar, als er das bittere Innenleben des Skorpions herunterwürgte. Ein Geschmack, welcher an ein Destillat aus unreifen Äpfeln und Zitronen erinnerte. Trotzdem fühlte er, dass sein Körper weniger schmerzte und seine Energie zurückkehrte. Die Wüste ist harsch, aber kann dich auch ernähren, wenn du weißt, wonach du suchen musst. Diese Skorpione ernähren dich von einer Art Blattlaus. Diese ist im Normalfall giftig für dich und mich. Doch dem Skorpion macht dieses nichts aus. Im Skorpion wandelt sich das Gift zu einem potenten Heilmittel. Ist man allerdings beim Fangen zu langsam? Nun, die Wüste ist nicht ohne Grund ein großes Grab. Nicht wahr, mein Junge? Aramotos Blick streifte über die Dünen und Sterne, während er dem alten Mann zuhörte. Der Schmerz in seiner Brust wurde wieder stärker, während er immer wieder das Flüstern seiner Familie hörte. Es ist schon furchtbar, was in Marlofina passiert ist. Wer hätte gedacht, dass der Hohe Rat tatsächlich ein Exempel an der Stadt und allen Bewohnern statuiert? Was sagst du? Wer hat bitte was getan?
Laut der Übertragung, die in den großen Städten der Daimonia ausgestrahlt wurde, ging es wohl um einen Diebstahl von Reliquien mit einer besonderen Kraft vor ein paar Jahren. Nachdem die Menschen nicht bereit waren, mit den Autoritäten zusammenzuarbeiten, wurde diese Stadt als Beispiel für alle anderen zerstört. Der Alte saß völlig entspannt Aramoto gegenüber und nichts ließ die wahren Intentionen und Gedanken des Eremiten erahnen. Wut stieg in Aramoto auf und bahnte sich ihren Weg. Er griff den Alten bei seinen verschlissenen Gewändern und zog ihn zu sich. Was soll das heißen? Was für Reliquien? Wegen altem Tand und Plunder sind all die Menschen niedergemetzelt worden? Eine besondere Macht? Erklär's mir gefälligst. Mein Junge, mein lieber Junge, ich kenne auch nicht alle Details, aber du wirst sehr bald schon mehr herausfinden. Lass dich leiten von dem Tand, der um deinen Hals hängt. Es gibt noch ein Gegenstück dazu. Aramoto ließ den Alten erstaunt los und zog die Kette hervor. Was soll das denn jetzt heißen? Was zum Teufel? Wo ist er denn jetzt hin? Hallo? Alter Mann! Ich hab ihn doch eben noch festgehalten. Geh, Aramoto. Beeil dich. Die Kette wird dich führen. Aramoto lag noch eine Weile auf dem Sandboden neben dem Feuer, bis eine dumpfe Stimme in seinem Hinterkopf die Sinnestäuschungen verdrängte. Er konnte nach wie vor nicht wirklich verstehen, was sein neuer Begleiter von ihm wollte, doch es schien so, als würde er ihn zum Aufbruch animieren wollen. Aramoto erhob sich und bastelte sich eine provisorische Funkendose, in der er etwas vom Feuer aufbewahren wollte. In der Höhle hatte er ein paar hohle Steine gefunden, welche für diesen Zweck ausreichend waren. Es war noch dunkel, als Aramoto die Kette vor sich hielt und sie sich in eine Richtung wendete. Norden. Dies musste die Richtung sein, in der das andere Schmuckstück zu finden war. Dann mal los. Nicht wahr, mein Freund? Möge die Quest beginnen. Nach zwei weiteren Tagen und Kämpfen mit den Sinnestäuschungen hatte Aramoto die Umrisse von Gebäuden ausgemacht. Der Alte hatte ihm tatsächlich die Wahrheit gesagt und mit der Hilfe des Wasserschlauches, den Aramoto noch immer in seinem Besitz hatte, ohne dass es ihm anfangs aufgefallen wäre, kam er schnell und relativ unbeschadet voran. Verschwindet. Verschwindet. Fast unbemerkt von Aramoto näherte sich, immer ein wenig außerhalb des sichtbaren Bereiches, eine Front von schwarzem Nebel, der sich Altravesa rasch näherte. Das kann ja noch was werden. Und
ihr seid jetzt endlich still. Altravesa war etwas kleiner als Marlowina, aber dennoch sprudelte das Leben in allen Gassen. Große Sand- und Luftschiffe liefen die Häfen des Handelszentrums an und versorgten diese lebensfeindliche Siedlung mit allem, was nötig war, um zu florieren. Die fliegenden Städte des Nordens nutzten die große Thermik des Satsujin, um den in Legenden gehüllten vierten Kontinent von Eukarius zu erreichen, während die Sandschiffe die Randgebiete des Satsujin durchflügten und die westlichen Inseln mit dem Festland verbanden. Altravesa mochte vielleicht kleiner sein als das einstige Juwel des Südens, doch das Leben pulsierte umso heftiger. Ich hoffe, ich laufe keinem Piraten über den Weg. So toll hier auch alles sein mag, meine Eltern haben mich immer gewarnt, wenn ich auf Reisen war. Halte dich von Altravesa fern, sonst endest du noch auf einem Schiff und niemand sieht dich jemals wieder. Mal sehen. Ich sollte zunächst bei den Händlern schauen. Zumindest gibt es da Gerüchte. Guten Tag, guter Mann. Kann ich Ihnen für... Moment, kennen wir uns? Ich denke nicht. Vielleicht aus einem anderen Leben? Schicke Kette. Kann ich dir die vielleicht abkaufen? Bei dem Zustand deiner Kleidung musst du von den westlichen Inseln gereist sein. Was? Oh, ja, natürlich. Die Kette kannst du aber nicht bekommen. Ich sollte das wohl besser für mich behalten, dass ich die Satsujin durchquert habe. Nun, mein weißhaariger Freund, was möchtest du dann von mir? Weißhaarig? Ja. Schau, hier ist ein Spiegel. Du bist schlohweiß. Sag bloß, du hast noch nie in einen Spiegel geschaut. Du meine Güte. Ist das der Preis für das Durchqueren der Satsujin? Entschuldige, ich war in Gedanken. Ich suche jemanden. Vielleicht kannst du mir helfen? Hier, vielleicht hilft das als Dankeschön. Diese Art von Skorpion ist ein effektives Heilmittel, wenn man sie erwischt, ohne gestochen zu werden. Das ist nicht möglich. Diese Biester sind so selten. Damit kann ich meine Familie 2 Jahre lang versorgen. Wen suchst du? Aramoto zuckte bei der Erwähnung der Familie des Händlers und dem aufziehenden Nebel zusammen. Er fragte sich, ob er ihn warnen sollte. Ich suche eine gewisse Ona. Ein kurzer spitzer Schrei war zu hören und Aramoto fühlte seine Kette vibrieren. Der Nebelfetzen, den er zuvor gesehen hatte, war auf der Hauptstraße aufgetaucht und eine große Traube an Menschen hatte sich gebildet. Jedem war klar, was dieser Nebel verhieß, doch nur wenigen war die Gefahr so klar wie Aramoto. Einige rannten in den Schutz von dunklen Gassen und im nächsten Moment fühlte Aramoto eine Hand in seiner. Was? Komm mal kurz mit und sei leise. Was ist denn jetzt schon wieder los? Aber irgendwas... Meine Kette spielt verrückt. Ich danke dir, guter Mann. Ich muss leider weiter. Gut, aber... Aramoto wurde von der Frau durch ein paar kleine Seitengassen gezogen. Versteck dich hier und sei bitte kurz still. Die Dämonen sind hier, um eine Hinrichtung zu organisieren. Sie haben einen der Reliquiendiebe gefangen und wollen ein Spektakel daraus machen. Wer zum Teufel bist du? Und was meinst du mit Spektakel? Ach, entschuldige bitte. Ich bin Onaki Imazume und ich trage wie du eine dieser Reliquien. Hier, dieser Ring. Du hast Glück, dass ich überhaupt in der Stadt bin. Sie wollen eine Hinrichtung weltweit übertragen und ankündigen. Das meine ich mit Spektakel. Sie wollen so ihre Stärke zeigen und dass sie von jedem gefürchtet werden müssen. Ah, verstehe. Danke dir, dass du mich aufgeklärt hast. Ich heiße übrigens Aramoto. Aramoto blickte aus der Gasse über die Hauptstraße und erstarrte. Die Augen des Dämons bohrten sich in die seinen und er ahnte, dass der Dämon ihn sehen konnte.
Es war der Schwefelwolf, der ihn in seiner Wohnung überfallen hatte. Vielleicht sogar der gleiche, der seine Familie auf dem Gewissen hatte. Dann drehte sich der Dämon weg und setzte seinen Weg fort zu einem großen Gebäude am Ende der Straße. Hab ich mir das gerade nur eingebildet? Weißt du, wer das war? Der Dämon? Ja, das ist der zweite Gral des Hohen Rates der Dämonen. Rasul, der Schlechter, für viele Menschen. Und Rasul, der Weise, für die Dämonen. Ich selber werde nicht schlau aus ihm. Aber es geht auch seinen Leuten so. Wo auch immer er auftaucht, jeder fürchtet ihn. Und niemand hat einen Kampf mit ihm überlebt. Plötzlich hob Rasul seine Hände in die Richtung der Menschenmenge. In einem kurzen Augenblick wurde ein Mensch mit Magie in die Luft gehoben und zerfetzt. Blut regnet vom Himmel auf den Boden hinab. Bewohner Altravessas, ich, Rasul Gralhalter, bin in die Stadt gekommen, um ein klares Zeichen zu setzen. Menschen, die es wagen, den Hohen Rat zu brüskieren, enden wie dieser Mensch gerade. Jeder, der einen Hinweis für die restlichen Reliquiendiebe geben kann, wird jedoch reichlich belohnt. Rasul, dieser Tyrann! Er versucht, die Bewohner Altravessas auf uns zu hetzen. Sie werden nach uns suchen. Dann wäre es schlauer, wenn wir unsere Reliquien versteckt halten. Los, pack deinen Ring weg. Oh, ja, einen Augenblick. Ich stecke ihn in die Tasche. Sag mal, Unaki, wieso haben wir mit unseren Reliquien nichts unternommen? Sie sind doch eine mächtige Waffe. In ihrem jetzigen Zustand sind diese Reliquien nur gewöhnlicher Schmuck. Sie müssen in das himmlische Licht gehalten werden, welches nur im Inazuma-Wald strahlt. Mist, verdammt nochmal. Dieser Rasul hat meine Familie auf dem Gewissen. Das kann ich so nicht einfach stehen lassen. Jetzt beruhig dich erstmal. Wir werden eine Gelegenheit finden, deine Familie zu rächen. Okay, du hast recht. Jetzt impulsiv zu handeln, wäre fatal. Seht her, Bewohner Altravessas. Dies ist das Gesicht des Übeltäters, für die eine ganze Stadt sterben musste. Der Reliquiendieb aus Malawina. Ach du Scheiße. Das ist mein Bruder, Kishimoto. Ende Folge 2. Das Erwachen und neue Freunde. In den Rollen: Aramoto Kakumo Takeshi, Paul Parker. Alter Mann: Bram Ahnen, Volkers Stimme. Onaki Imazume, Rainbow Berry. Händler: Klaus in the House. Seyen: Pumuckl 14. Lilia: Kluki. Rasul Gralhalter, Born in Abyss. Erzähler: Victor Scrooge.